und dann Moinsen zum Stadionvlog gegen Eintracht Frankfurt. Der letzte vor der Länderspielpause. Nächste Woche ist keine Bundesliga nach, geht's weiter auswärts in Wolfsburg für den VfB. Deswegen, sehr wichtig wäre es, heute mal den ersten Sieg einzufahren in der Saison. Dann wären es, punktgleich mit Frankfurt dann übrigens, 8 aus 7 Spielen, das wäre voll okay. Frankfurt aber auch, den würde ein Sieg auch nicht unbedingt schlecht tun. Wir kommen aus einer starken Leistung in München, 2:2, hochverdient war ich auch dabei, geiles Ding gewesen. Und Frankfurt kommt in der Bundesliga, klar, aus einem 0:1 gegen Wolfsburg, aber eben auch aus einem 0:1-Sieg in Marseille. Erster Sieg in der Champions League kann die auch stärken. Ich bin sehr gespannt, Stadion wird voll sein. Gehen wir von Frankfurt aus, Wolfsburg auch aus, dass der voll wird. Das wird eine geile Stimmung, trotz natürlich Baustelle auf der Haupttribüne. Ich hab Bock, los geht's. Thank you.
Ja, leck mich doch am Arsch! Beim Leben kommt er nicht an. Schön. So, wieder zurück. Und das wie nach letzten beiden Heimspielen auch, Schalke und Freiburg, ja, mit kompletter Ernüchterung. Das gute Detz, habt ihr vielleicht eine Insta-Story gesehen, gerne Instagram abonnieren an der Stelle. War ich noch mit Ehrenbruder Benny, Frankfurt-Fan, habt ihr ja gesehen im Video, war auch auswärts dabei in Stuttgart, noch essen und so, deswegen bisschen später auch der Vlog hier, aber ich glaube, den Scheiß hat sich eh, oder wollen sich wahrscheinlich eh die wenigsten wirklich ernsthaft angucken. Deswegen jeder, der sich trotzdem angeschaut hat, doppelt und dreifach danke dafür für so ein 1:3. Ja, aber eine beschissene Leistung so. Ich weiß, ich mache es natürlich jetzt, bevor ich den Vlog geschnitten habe, den Teil hier. Weiß nicht, wie ich schneiden werde. Eigentlich brauche ich nur Stimmung schneiden, weil Chancen oder so war ja groß nichts da. Das war ein spielerisches 0:0, ein richtiges Müllspiel von beiden Seiten. Aber Frankfurt hat ja auch nichts geschissen bekommen, außer halt drei Standards. Wieder drei Standards gefangen, komplett billig. Da laufen so viele ihrem Leistungsniveau hinterher. Und Silas seit Wochen, auch wenn ich ihn immer gerne Schutz nehme, Silas bringt keinen Fuß mehr auf den Platz seit anderthalb Jahren. Dann hast du den Tomasch, funktioniert auch nicht so ganz. Defensive war auch oft wackelig da hinten, oft schwierige Bälle. Generell wieder so viele technische Fehler im gesamten Spiel. Kein Druck nach vorne, es war so ein Querpass hin und her gespielt im Mittelfeld. Keine Ahnung, was da nach vorne durchmachen wollen. Die Tore, die du fängst natürlich auch wieder direkt, erste Aktion von Frankfurt fliegt irgendwie rein, ist auch wieder unglücklich aus. Zweite natürlich ein abgefälschter Freistoß, wie auch abgefälschtes Tor, deswegen wenigstens hat sich ausgeglichen. Eine Ecke wieder schlecht verteidigt und dann war das Thema am Ende vorbei mit 3:1. Jetzt stehst du halt auf Platz 16 mit 5 Punkten. Morgen spielt Wolfsburg noch, die uns überholen könnten, wenn sie bei Union was holen, was ich einfach mal nicht hoffe und nicht davon ausgehe. Dann bleibst du hoffentlich auf 16, immerhin das. Bochum auf letzter Platz mit 0 Punkten. Und dann hast du Wolfsburg auch direkt als nächsten Gegner auswärts nach der Länderspielpause, wo es auch brutal wichtig wird. Auch übrigens interessant hier die Parallele: Wolfsburg ist unser letzter Auswärtssieg generell in der Bundesliga. Deswegen können wir gerne da wieder anfangen, auch auswärts zu gewinnen. Wird auch mehr oder minder Pflicht sein dann irgendwann langsam mal. Danach kommt Union und so, da wird es auch nicht mehr einfacher. Ja, dann musst du halt auch einfach auch generell sagen, ich will das Thema Trainer gar nicht irgendwie groß machen, aber ich habe vom Gefühle ist es gerade auch in meinen Gedanken so groß wie lange noch nicht oder wie noch nie unter Matarazzo, weil du jetzt ja mittlerweile bei Spiel 23, 24, also in der Bundesliga Spiel 23, 24 bist und du hast 3 Siege geholt dieses Jahr. Das ist halt rein sportlich kannst du da halt kein gutes Zeugnis ausstellen. So rein erfolgsmäßig, rein sportlich kannst du halt kein gutes Zeugnis ausstellen, auch wenn ich weiterhin erstmal nicht glaube, dass was passiert. So im Kopf bei mir ist es so weit wie noch nie, dass vielleicht was passieren könnte. Ich glaube es aber nicht. Hängt natürlich auch viel mit der Thematik Mislintat zusammen, weil Mislintat und Matarazzo haben ja oft quasi sich gegenseitig ihre Jobs gegenseitig miteinander verknüpft, nach dem Motto, wenn der eine geht, dann gehe ich auch, wenn der andere bleibt, dann bleibe ich auch so, ne? Hoffe natürlich weiterhin auch da, dass Mislintat eben bleibt, auch klare Geschichte.
Und eben das, da, wo es sowieso schon scheitert für mich in den Gedanken, ist eben bei dem Thema, wen holst du dann als Ersatz? Weil du holst zu 100%, bin ich mir so sicher, wenn wir den Matarazzo rausschmeißen sollten, was ich nicht glaube, aber rein vom Zeitpunkt wäre es jetzt das Perfekteste in der Länderspielpause so. Nicht wieder mitten zwischen Spielen, das wäre jetzt der passendste Punkt, aber ich glaube, wie gesagt, nicht dran, hoffe es auch nicht. Weil du hast ja nur Alternativen wie Tedesco oder sowas. Das wäre so die Nummer 1, wo sie wieder sagen, oh, Stallgeruch und so. Ich brauche keinen Tedesco bei uns auf der Trainerbank. Also ich hoffe nicht, dass sich was tut. Leistung halt trotzdem wieder völlig unerklärlich. Oder ist es schon erklärlich? Wahrscheinlich denkst du sich gegen die Top-Clubs, da müssen wir halt Vollgas geben. Die Bayern gerade auch nicht so ganz gut drauf. Ne? 1-0 in Augsburg verloren. Die könnten sogar, wenn Hoffenheim was holt, glaube ich, können die sogar auf Platz 5 runterrutschen. Also ist eine Bayern-Krise, wie wir es schon lange nicht mehr hatten. Eine Ergebniskrise, 4 Spiele nicht gewonnen. In der Bundesliga ist ja der helle Wahnsinn. Aber ne, in München, saustarkes Spiel, Punkt, hochverdient geholt. Und davor ein beschissenes Spiel gegen Schalke und jetzt ein beschissenes Spiel gegen Frankfurt. Das macht halt keinen Sinn. Die Jungs können es ja, wenn sie wollen, scheinbar, rufen es aber halt nicht immer ab. Jetzt müssen wir halt hoffen, dass sich das einfach verbessert. Sollte aber klar sein jetzt für uns, war auch vor der Saison schon klar. Es geht hier einzig und allein um Abstiegskampf. Abstiegskampf pur. Am Ende überm Strich sein und alles ist okay oder alles sind happy erstmal in erster Linie. Interessant auch, bin ich auch recht happy drüber, wenn es passiert. Berichteter Kicker, deswegen wird es schon recht weit sein oder auch auf jeden Fall seriös sein. Sonntag wohl Medizincheck von Zagadou. Dann Axel Zagadou vom BVB wurde berichtet vom Kicker, dass er zum VfB kommt. War auch somit einer der ersten, den ich im Kopf hatte zum Thema, uns fehlt doch hinten was. Uns fehlt hinten ein Defensivspieler, irgendein Backup oder auch einer da, der mal in die Startelf quasi ein bisschen challenged. Auch wenn ich unsere Dreierkette erstmal als gesetzt sehe, Ito, Anton, Mavropanos, aber einfach jemand zusammen, der eigentlich Ambitionen hat auf Stammelf. Und da finde ich Zagadou eigentlich top. Hat noch einen wirklich hohen Marktwert, Nummer 1. Aber eben vor allem natürlich beim BVB sehr unsicher gewesen, Probleme gehabt. Nicht das BVB-Niveau, würde ich sagen. Deswegen haben sie ihn auch nicht verlängert. Aber durchaus ein guter Verteidiger. Immer noch jung, talentiert. Franzose passt auch ins Beuteschema. Und eben Innenverteidiger für die Breite. Und eben freier Spieler, damit ablösefrei. Der wird, wenn er zum VfB kommt, wahrscheinlich auch das Gehaltsgefüge nicht komplett zerstören. Das klingt ganz cool. Und natürlich weiß man auch nicht, wie viel da jetzt wirklich dran war, aber berichtet wurde auch immer wieder von Interesse. Inter Mailand, AS Rom, West Ham, Lyon, die ausgestochen zu haben, klingt trotzdem immer noch cool. Freue mich auch über solche, also ist ja nicht offiziell, aber über solche Transfers quasi nach deprimierenden Spielen, weil da werde ich mich immer dran erinnern, an dieses 1-3 gegen Schalke, 18-19, war glaube ich letztes Spiel von der Winterpause, gegen Schalke verloren, die auch unten getaumelt haben. Du taumelst immer weiter Richtung Abstiegsplätze und dann kommt quasi mit dem Abpfiff die Mail vom VfB, dass Alexander Esswein ausgegangen hat von der zweiten Mannschaft aus Berlin. Also da gefällt mir die News heute, dass Axel Zagadou kommen könnte, schon deutlich besser. Damit habe ich, glaube ich, lang genug gelabert hier am Ende vom Video. Lasst mir gerne eure Meinung in den Kommentaren da. Gerne das kostenlose Abo dalassen, wenn ihr es nicht getan habt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.